Hallo, herzlich willkommen zu unserer Berichterstattung vom SABCS 2023. SABCS steht für San Antonio Breast Cancer Symposium. Das ist eigentlich der größte Kongress in Amerika, der sich nur mit Brustkrebs beschäftigt. Der findet seit vielen Jahren, über 20 Jahre, in Texas, in San Antonio statt. Und wir waren vor Ort und haben gehört und diskutiert, was es Neues gibt. Und ich freue mich ganz besonders, dass Frau Professor Habeck vom Brustzentrum der LMU München heute die Ergebnisse, die wichtigsten Ergebnisse aus unserer Sicht mit uns diskutiert. Wir nochmal ist das Team von Patients Today, beziehungsweise mein Name ist Eva Strohmacher-Wolf von Brustkrebsmagazin Mama Mia. Frau Professor Habeck, schön, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben, mit uns die wichtigsten Studien zu diskutieren, die wir gemeinsam ausgesucht haben. Und ich habe gehört, Ihre Anreise war auch anstrengend, aber am Ende war es doch ein spannender Kongress vor Ort. Haben Sie es auch so empfunden? Ja, also muss sagen, ich war dankbar, dass ich fliegen durfte aus München. Das war, glaube ich, das letzte Flugzeug, was letzten Montag noch die Stadt verlassen hat, und war dankbar, dass ich dann auch angekommen bin. Und es war ein guter Kongress. Am Anfang habe ich gedacht, na ja, viele Daten haben wir schon auf dem großen europäischen Krebskongress gehört, aber dann kamen ja noch einige Abstracts spät ins Programm, und ich denke, das hat es dann auch wert gemacht, dass wir da waren und heute auch noch drüber diskutieren. Genau, ich denke, dann können wir auch gleich einsteigen in die erste Studie. Ja, wir haben den ersten Block ja über zielgerichtete Therapien sozusagen zusammengestellt, und hier sind nochmal meine Disclosures, und ich würde mal die ersten zwei Abstracts zur HER2-positiven vorbehandelten Situation zeigen. Das eine war die HER2-CLIMB-2-Studie. Sicher eines der Highlights vom ersten Kongresstag. Tucatinib, das ist so ein kleiner Tyrosinkinase-Hemmstoff, ist zugelassen in Deutschland gemeinsam mit Trastuzumab und Capecitabin zur Therapie bei der metastasierten HER2-positiven Brustkrebserkrankung. Und die Studie jetzt ist eine Phase-3-Studie, die eine weitere Kombination prüft, nämlich mit dem Antikörperwirkstoffkonjugat T-DM1, was ja auch zugelassen ist, beim frühen Brustkrebs eingesetzt wird und in der Metastasierung in der dritten Therapielinie. Und die HER2-CLIMB-2-Studie hat sich Patientinnen eingeschlossen, die Trastuzumab, also diesen Antikörper, und ein Taxan schon hatten, und auch Patienten mit Hirnmetastasen, die jetzt nicht akuten Therapiebedarf hatten, durften teilnehmen. Wir nennen das entweder stabile Hirnmetastasen, wenn sie schon behandelt sind und einfach stabil sind, oder wenn es neu entdeckte sind, aktive Hirnmetastasen, wenn noch keine Therapie dafür erfolgt ist. Und das ist eigentlich in diesen Tucatinib-Studien sehr schön, dass das dort immer möglich ist. Und Tucatinib, wie gesagt, ist eine orale Therapie, wird zweimal täglich gegeben, und das T-DM1 als Infusion alle 3 Wochen dazu. Und das Ganze wurde verglichen mit T-DM1 alleine. Die Studie ist eine positive Studie. Sie hat ihren primären Endpunkt erreicht. Die Zeit bis zur Progression wurde deutlich verbessert, mit einer Hazard Ratio von 0,63. Das bedeutet eine 37-prozentige Reduktion für die Wahrscheinlichkeit, dass die Erkrankung fortschreitet. Und im Median, das heißt immer 50% der Patienten haben ein kürzeres progressionsfreies Überleben, 50% ein längeres, hatten wir einen Unterschied von 2,1 Monaten. Das Ganze war eigentlich gut verträglich. Ist nur aufgefallen, dass die Leberwerte doch bei fast 20% der Patienten in diesem Kombinationsarm deutlich erhöht sind, und waren auch doppelt so viele Therapieabbrüche im Kombinationsarm, vermutlich auch wegen dieser Leberwertveränderungen. Hier sieht man nochmal die Original-Dias vom Kongress. Man sieht das progressionsfreie Überleben, sieht das ein deutlicher Unterschied zugunsten der Kombination von Tucatinib mit T-DM1.
Und auch bei Patienten mit Hirnmetastasen, wie gesagt, über 40% hatten ja Hirnmetastasen der Studie, sind die Effekte genauso gut sichtbar, fast identische Zahlen, was die Hazard Ratio angeht. So dass man zusammenfassend sagen kann, in der HER2-CLIMB-2-Studie verbessert die Zugabe von Tocatinib zu T-DM1 das mediane progressionsfreie Überleben bei vorbehandelter HER2-positiver metastasierter Erkrankung, auch bei Patienten mit Hirnmetastasen. Aber es ist nicht eine Therapie für jede Patientin. Durch diese Leberwertveränderungen kam es auch zu Therapieabbrüchen, sodass man das genau prüfen muss. Was bedeutet das für den Behandlungsalltag? Tucatinib ist ja unser Standard in der Drittlinientherapie. Wir haben jetzt mit dieser Studie ja eine neue Kombinationsmöglichkeit gewonnen. Und es ist auch insgesamt die zweite große Phase-3-Studie zum Tucatinib, die eine Wirkung bei Hirnmetastasen zeigt. Also es wird sich jetzt nichts dramatisch ändern im Behandlungsalltag, aber es ist gut, diese Option zu haben und auch zu wissen, dass das eben auch bei Hirnmetastasen funktioniert. Wenn ich darf, möchte ich gleich noch eine zweite Studie vorstellen, die auch bei Hirnmetastasen und bei Meningiosis Carcinomatosa durchgeführt wurde, die DEBRA-Studie mit dem Wirkstoff Trastuzumab deruxtecan. Das ist ja auch ein Antikörperwirkstoffkonjugat und im Vergleich zu T-DM1 ist eine neuere Generation, eine Weiterentwicklung. Es hat mehr Chemotherapie an diesem Antikörper gebunden und auch das Bindeglied zwischen Antikörper und Chemotherapie kann sich abspalten und dadurch ist es nur die Chemotherapie, die in die Zielzellen, in die Tumorzellen hineingeht und die kann da auch wieder rausdiffundieren und dadurch, das nennt man einen sogenannten Umgebungseffekt, Bystander-Effekt, also ein etwas moderneres Medikament. Die Meningiosis-Karzinomatosa ist ja ein ganz, ganz großes Problem. Das sind, wenn Tumorzellen auf den Hirnhäuten sind, das ist selten bei etwa 10% der Patienten mit metastasierter Erkrankung und hat aber schlechte Überlebenschancen, weil es eine aggressive Art der Tumorausbreitung ist und weil wir auch nicht gute Möglichkeiten haben, da therapeutisch tätig zu werden. Und das TDXD ist eben eine vielversprechende neue Substanz, die auch hier schon gute Wirkung gezeigt hat. DEBRA-Studie ist so ein, wie sagt man, so ein Studienschirm, wo verschiedene Unterstudien drunter zusammen sind, die sich alle mit Hirnmetastasen beschäftigen und die Wirkung von TDXD da untersuchen. Und die letzte Kohorte, die eben vorgestellt wurde, waren Patientinnen mit einer Meningiosis und die war auch zytologisch bewiesen. Also man hat quasi das Hirnwasser abgenommen und hat dort hat Tumorzellen nachgewiesen. Waren 7 Patientinnen, die meisten hatten parallel auch Metastasen außerhalb des Kopfes und hatten auch schon viele, viele Therapiezyklen gehabt. Die Hälfte der Patienten war HER2 positiv, die anderen waren HER2 low, das heißt auch eine HER2-Expression auf den Tumorzellen, aber deutlich geringer als bei dieser klassischen HER2-positiven Erkrankung. Man hat die Patienten über ein Jahr lang nachbeobachtet, konnte sie im Median so um die 9 Monate auch therapieren. Einige sind noch unter Therapie und man hat eine Gesamtüberlebensrate von über einem Jahr gesehen, was für so ein Hochrisikokollektiv eigentlich sehr, sehr gut ist. Die Patienten haben ja alle das TDXD bekommen. Und interessanterweise, bei den meisten ist es außerhalb des Kopfes weitergegangen. Das heißt, die Meningiosis war gar nicht der Punkt, der hier dann zum Fortschreiten der Erkrankung geführt hat. Etwa 70% der Patienten haben profitiert von der Therapie. Das heißt, entweder ist die Erkrankung zurückgegangen oder zumindest hat sich über ein halbes Jahr lang stabilisiert. Und was Nebenwirkungen angeht, glaube, das braucht man bei so einer kleinen Studie vielleicht nicht so im Detail sich anzuschauen. Aber auch wichtig, das waren jetzt nicht unbedingt Nebenwirkungen, die auch mit den Hirnmetastasen assoziiert waren. Das TDXD macht ja Blutbildveränderungen, kann Übelkeit machen und kann auch so eine nicht bakterielle Lungenentzündung machen. Da gab es allerdings bei diesen 7 Patienten hier keinen Fall.
So dass man zusammenfassend sagen kann, es gibt ja wenig Studien, wo Patienten mit einer Meningiosis überhaupt eingeschlossen werden können. Insofern ist das toll, hier diese Daten zu sehen, und man sieht ein doch sehr optimistisch machendes Gesamtüberleben von einem Median von über einem Jahr. Und wie gesagt, das ist eine schwer zu behandelnde Erkrankung, und es ist schön, das zu sehen, dass das TDXD auch bei Meningiosis wirkt. Wir haben diese Patienten ja normalerweise nicht in den großen Studien mit dabei, und es wird noch eine Studie geben zur TDXD bei Hirnmetastasierung Destiny Breast 12. Da ist die Rekrutierung abgeschlossen, und da werden wir sicher auch noch was lernen über die Wirkung vom TDXD bei Hirnmetastasen. Und damit gebe ich erstmal zurück ins Studio. Ja, vielen Dank. Also, was ich so schön finde, ist, noch vor einigen Jahren dachten wir irgendwie, mit der Diagnose von Hirnmetastasen ist die Wahrscheinlichkeit, überhaupt noch ein Jahr zu leben, schon sehr gering. Und es hat sich doch jetzt deutlich geändert, wenn man die Zahlen sieht, durch neue Therapieoptionen, die eben auch im Gehirn Wirkung zeigen. Jetzt hatten wir zwei unterschiedliche Studien, nochmal zu der Tucatinib-Kombination mit TDM1. Es ist ja für uns immer schön, wie Sie auch sagen, dass wir Therapieoptionen haben, aber gleichzeitig ist es dann auch schwieriger, vorausgesetzt, wir hätten jetzt eine Zulassung schon für diese hier besprochene Kombination, müssen wir auch auswählen, was jetzt wirkungsvoller ist. Jetzt habe ich Tucatinib capecitabin trastuzumab versus Tucatinib TDM1. Angenommen nochmal, wir hätten für beides eine Zulassung. Wie geht man als Therapeut vor, um zu sagen, bei der Patientin würde ich jetzt das einsetzen und bei der anderen das andere? Oder könnte man Tucatinib beibehalten und nur den Partner wechseln? Das wissen wir noch nicht. Dazu gibt es jetzt keine Daten. Wir tendieren ja doch immer auch dazu, das Anti-HER2-Medikament zu wechseln. Diese Dreierkombination, die wir bisher verwendet haben mit Capecitabine und Trastuzumab, ist ja auch nicht so ganz einfach. Das Capecitabine ist ja eine Tablettenchemotherapie. Das macht manchmal Veränderungen an Händen, an den Füßen. Und ist auch nicht so ganz einfach zu therapieren. Das heißt, wir haben einfach jetzt eine zweite Möglichkeit. Ich mag TDM1 sehr gerne als Therapeutikum. Wir haben sehr gute Erfahrungen, Patienten, die auch sehr lange darunter stabil sind. Und wir werden das sicherlich auch so einsetzen. Das Einzige, was, hatte ich auch im Vortrag gesagt, ein bisschen kritisch ist, sind die Leberwertveränderungen. Da muss man gucken, wie rasch das auftritt, ob man das frühzeitig erkennt. Dann könnte man ja auch den Kombinationspartner wechseln. Genau, also je mehr Optionen auch vom Nebenwirkungsprofil her, desto besser natürlich für uns Patienten. Und ich denke, da ist dann einfach auch wieder eine gute Aufklärung wichtig und am Ende eine gemeinsame Entscheidungsfindung, wenn man die Optionen hat. Und das findet ja auch immer mehr statt. Jetzt noch kurz zu zu dem Befall der Hirnhäuten, was ja auch sehr beängstigend ist. Und Sie sagen, es gibt auf einer Seite jetzt auch die Therapie, die auch wirkt im Kopf. Was ist denn die Alternative? Ist es eine Ganzhirnbestrahlung oder was wird da lokal gemacht? Also, man kann diese Meningiosis bestrahlen, aber wenn die außerhalb des eigentlichen Kopfes ist, natürlich auch schwierig, wenn man so am Rückenmark entlang bestrahlen muss. Wir machen das sehr ungern. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Chemotherapie direkt da in den Liquor zu geben. Auch das ist mit Nebenwirkungen vergesellschaftet, sodass wir eigentlich jetzt sehr froh sind und das auch versuchen werden, bei solchen Patienten einfach das TDXD einzusetzen. TDXD hat ja den Vorteil, das wirkt nicht nur bei den Hirnmetastasen, sondern es wirkt von HER2-positiver Erkrankung, sondern es wirkt eben auch bei diesen HER2-Low-Tumoren. Das heißt, wenn der HER2-Faktor zwar da ist, aber nicht ganz so stark ausgeprägt ist, sodass wir da eigentlich relativ viele Patienten dann damit abdecken könnten mit dieser Therapiemöglichkeit. Und es gibt auch fürs Tucatinib, das hatten wir im ersten Vortrag besprochen, gibt es auch so kleine Studien, die zeigen, dass da eine Wirkung bei so einer Meningioskarzinomatosa ist. Wir hätten also jetzt zwei Möglichkeiten, diesen Patientinnen zu helfen. Um weitere Daten generieren zu können. Sie sind ja, machen ja auch viele Studien und sind auch oft Leitung von als Leiterin von klinischen Studien aktiv. Ist es nicht irgendwie doch möglich, Patientinnen mit Hirnmetastasen in Studien
aufzunehmen, um einfach weitere Daten zu generieren. Ich weiß, es ist statistisch immer schwierig, aber kann man nicht irgendwie kreativ eine Lösung finden, dass diese Patientinnen nicht immer von klinischen Studien ausgeschlossen werden? Also ich glaube, dass diese beiden Tucatinib-Studien, HER2CLIMB und HER2CLIMB 2, eben dazu beitragen, dass dafür auch so ein gewisses Bewusstsein geschaffen wurde, wie wichtig das ist, Studien mit diesen Patienten zu machen. Die Destiny Breast 12, die ich angesprochen hatte mit dem TDXD, hat ja auch einen Schwerpunkt auf Patienten mit Hirnmetastasen gelegt. Wo wir noch schlecht sind, sind Patienten mit so einer Meningiosis. Das liegt aber auch daran, dass das ja oft sehr akute Krankheitsbilder sind. Und wenn da nicht eine Studie zufällig am eigenen Zentrum ist, dann ist das schwierig, das zu organisieren, dass die Patienten woanders hingehen, weil sie einfach rasch Therapie brauchen. Also ich glaube, da müssen wir uns mit solchen Kohortenstudien auch von großen Krebszentren behelfen. Aber was Hirnmetastasen angeht, glaube ich, haben wir durch die zwei Studien mit dem Tucatinib gelernt, wie wichtig das ist und werden das auch in Zukunft berücksichtigen und diese Patienten nicht immer ausschließen von den Studienmöglichkeiten. Was gute Aussichten sind. Ich denke, dann können wir auch schon weitermachen mit der nächsten Studie. Gerne, dann machen wir weiter mit der Studie Tropion Breast 01, die hatten wir auch schon nach dem ESMO dieses Jahr besprochen. Und hier wurden jetzt nochmal etwas mehr Daten zum Thema gezeigt. Es geht um die Substanz Datopotamab deruxtecan. Das ist ein Antikörperwirkstoffkonjugat, was gegen TROP2 gerichtet ist. Und die Studie vergleicht das beim rezeptorpositiven HER2-negativen metastasierten Mammakarzinom, vergleicht es mit einer Chemotherapie nach Wahl des Arztes. Die Voraussetzung war, dass die Patienten nicht mehr für eine endokrinbasierte Therapie in Frage kamen und schon ein bis zwei systemische Chemotherapien vorher erhalten hatten. Also quasi eine Zweitlinienstudie. Das Dato wird alle 3 Wochen als Infusion gegeben und die Studie hat ja ihren primären Endpunkt erreicht. Man sieht hier ein deutliche Verbesserung der Zeit bis zum Fortschreiten der Erkrankung mit einer Hazard Ratio von 0,63, also einer 37-prozentigen Reduktion des Risikos zum Fortschreiten der Erkrankung. Die Daten zum Gesamtüberleben waren noch nicht reif. Wenn man sich dann die Daten hier anschaut, sieht man nochmal das progressionsfreie Überleben links nach der Dauer des vorherigen CDK4/6-Inhibitors und man sieht, dass das eigentlich keinen Unterschied macht, dass das Datopotamab eigentlich sehr gut wirkt, ob jetzt der CDK4/6-Inhibitor eine lange, über ein Jahr dauernde Remission der Erkrankung erreicht hatte oder kürzer. Und sehr schön zu sehen, und das war eben auch das Neue hier am Vortrag, die Daten zur Lebensqualität. Und hier sieht man in lila, das ist die Kurve immer mit dem Datopotamab, dass die Lebensqualität länger erhalten bleibt bei Patientinnen eben mit Datopotamab gegenüber einer reinen Chemotherapie. Sodass die Tropion Breast 01 Studie eine signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung des progressionsfreien Überlebens zeigt, wenn man Datopotamab deruxtecan einsetzt im Vergleich zu einer normalen Chemotherapie. Die Sicherheit und Lebensqualität waren gut im Vergleich zur Chemotherapie und die Autoren haben geschlussfolgert, dass hier eine Substanz als neue Therapieoption werden kann. Ich habe mir da ein bisschen Gedanken dazu gemacht, sehe das vielleicht etwas pessimistischer als die Autoren, aber ich glaube, wichtig ist, dass wir ein weiteres Antikörper-Wirkstoff-Konjugat haben, das besser wirkt als eine herkömmliche Chemotherapie. Das hat neue Nebenwirkungen. Das wurde jetzt hier in San Antonio nicht mehr so betont. Das haben wir auf dem ESMO gesehen. Es macht diese Schleimhautentzündung im Mund, Stomatitis, aber auch Augentrockenheit. Und das kann natürlich bis hin zur Beeinträchtigung des Farbvermögens gehen, was natürlich für Patientinnen schon relevant ist. Und da muss man einfach sehen, wie viel kann man mit Vorbeugung erreichen. Augentropfen, Mundspüllösungen, solche Dinge. Warum ich das Ganze so ein bisschen pessimistischer sehe, ist, weil wir noch keine Gesamtüberlebensdaten haben und wir haben schon zwei Antikörperwirkstoffkonjugate in der Indikation, die
einen Überlebensvorteil haben. Das Trastuzumab deruxtecan bei der HER2-Low-Erkrankung und das Saxituzumab govitecan. Und daher glaube ich, dass im Moment das Datopotamab jetzt noch keinen Platz hat, weil wir eben nicht wissen, ob ein solches Antikörperwirkstoffkonjugat, was mit den bestehenden Substanzen überlappt, was die Chemotherapie angeht, aber auch die Zielstruktur des Antikörpers. Deswegen ist es nicht klar, wo wir das in der Sequenz unterbringen sollen. Aber die Substanz wird ja auch bei der triple-negativen Erkrankung gerade in Studien evaluiert, sodass ich sicher bin, dass sie in die Klinik kommen wird. Und dann muss man halt sehen, in welcher Indikation sie welchen Stellenwert hat. Das wäre auch meine Frage gewesen. Wir kennen ja TROP2, den Rezeptor von dem Sacituzumab govitecan, was bei triple-negativer Erkrankung zuerst zugelassen war und mittlerweile auch beim hormonrezeptor-positiven metastasierten Brustkrebs. Ist davon auszugehen, dass das dann auch bei triple-negativen Tumoren wirkt? Und warum machen die Unternehmen das überhaupt so, dass dies dann jetzt nur die Gruppe der hormonrezeptor-positiven Patientinnen nehmen, wenn doch vielleicht die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es auch bei den anderen wirkt? Weil jetzt dauert es ja dann für die triple-negativen Patientinnen wieder länger, bis es gegebenenfalls eine Zulassung gibt. Also es ist ja schon in den Studien, die Studien laufen, weil die Erstlinie Triple Negativ ist die TROPION-Breast02 und dann gibt es auch noch eine Studie in der Postneoadjuvanz beim frühen Mammakarzinom bei Triple Negativer Erkrankung, das ist die TROPION-Breast03-Studie. Also das läuft schon. Die Studie war halt als erste fertig und wir sind alle so ein bisschen skeptisch, weil wir eben noch keine Gesamtüberlebensdaten gesehen haben und alle anderen beiden Substanzen, die wir jetzt in der Indikation einsetzen, haben das einen Gesamtüberlebensvorteil. Deswegen glaube ich, aber es ist trotzdem wichtig, dass hier neue Medikamente entwickelt werden, weil natürlich auch manche Unverträglichkeiten gibt und man dann das eine oder andere nicht einsetzen kann. Und deswegen sehe ich das sehr positiv. Aber wir müssen einfach sehen, ob die Firma jetzt mit diesen Daten die Zulassung genau für diese Indikation sucht oder noch auf ihre anderen Studiendaten wartet. Ja, neue Optionen sind ja immer, glaube ich, für uns alle wichtig. Und ich habe eine unglaubliche Zahl von über 100 Antikörper-Drug-Konjugaten gehört, die allein für Brustkrebs, zur Behandlung von Brustkrebs in der Erforschung sind, in ganz frühen Linien auch. Aber das heißt, da werden Sie sich ja noch viel beschäftigen müssen mit Algorithmen. Das heißt, was kommt zuerst, was kommt als nächstes und was für welche Patientin. Also es wird sicher herausfordernd die nächsten Jahre und aber gleichzeitig auch sehr hoffnungsvoll für uns. Je mehr Optionen, desto größer die Chance, dass was oder alles wirkt. Ja, dann haben wir noch eine dritte Studie, auch mit bekannten Substanzen in neuer Kombination. Ja, das war die Keylink 009 Studie. Also die Namen muss man immer sich streiten drüber, warum. Aber wie gesagt, Frau Rugo aus den USA hat es vorgestellt. Das war eine Studie, da geht es eben beim triple-negativen Karzinom um die Erstlinientherapie. Und die Frage ist, wenn ich mit einer Chemotherapie und einer Immuntherapie eine gute Remission der Erkrankung erreiche, bringt es beim triple-negativen Karzinom was, wenn ich dann zur Erhaltungstherapie mit der Immuntherapie noch einen PARP-Inhibitor dazu nehme, das Olaparib, der PARP-Inhibitor ist ja zugelassen bei BRCA1 oder 2 Mutationen, aber wir wissen, dass es eben auch bei triple-negativen Tumoren generell ganz gut wirkt. Und die Studie hatte folgendes Design: Man hat 6 Zyklen einer Chemotherapie mit Pembrolizumab, also in einer Immuntherapie zusammen gegeben, hat dann die Patienten randomisiert und entweder wurden die Patienten weiter mit der Chemotherapie und Pembrolizumab behandelt oder mit Pembrolizumab und Olaparib, dem PARP-Inhibitor, den man zweimal täglich einnimmt. Und was man gesehen hat, war, dass durchweg das Fortschreiten der Erkrankung gleich war, ob ich jetzt mit Chemotherapie oder und Pembrolizumab arbeite oder nur mit der Pembrolizumab-Therapie mit Olaparib zusammen. Aber bei den Tumoren, die eine BRCA-Mutation hatten, also die eine quasi dieses Brustkrebsgen verändert hatten, da war das Olaparib eben als sehr zielgerichtete Substanz fast doppelt so gut wie die Chemotherapie.
Hier sieht man nochmal die Kurven. Also in der Gesamtgruppe hat man da keinen Unterschied gesehen. Auch links nicht bei den Tumoren, die besonders immunogen waren, also stark auf eine Immuntherapie ansprechen, sieht man keinen Unterschied. Aber auf der rechten Seite bei den Tumoren, die das Brustkrebsgen in sich tragen. Und Nebenwirkungen war auch mit Olaparib, also mit dieser Tablettentherapie, deutlich günstiger als mit der Fortführung der Chemotherapie, die schwergradigen Nebenwirkungen hier quasi halbiert. Auch halb so viele Therapieabbrüche. Sodass Frau Rugo zusammengefasst hat, dass die primären Endpunkte der Studie nicht erreicht wurden bei einer nicht weiter selektierten Kohorte von triple-negativen Karzinom, dass wenn die Patienten eine Tumormutation für das Brustkrebsgen hatten, dann war es eine deutliche Verbesserung unter Pembrolizumab und Olaparib und das könnte eine mögliche Erhaltungstherapie sein. Und Sicherheitssignale haben wir jetzt keine neuen gesehen durch diese Kombination in der Studie. Was bedeutet das für den Alltag? Ich würde sagen, es ändert nichts an unserem bisherigen Vorgehen. Wir haben ja bei den PD-L1-positiven Tumoren eine Immuntherapie mit Chemotherapie. Das bleibt auch weiter unser Erstlinienstandard. Und die Studie hat zwar zeigen können, dass wenn man einen PARP-Inhibitor zum Erstlinienstandard dazu nimmt, dass es in der Erhaltungstherapie das Weiterschreiten der Erkrankung verzögert, aber was die Studie nicht bewiesen hat oder bisher nicht bewiesen hat, ist, dass das für das Überleben der Patienten eine Rolle spielt. Und deswegen glaube ich auch, dass man Olaparib auch als zweiten Therapieschritt dann bei Fortschreiten der Erkrankung hinzunehmen kann. So viel zur zielgerichteten Therapie jetzt außerhalb vom rezeptorpositiven HER2-negativen Spektrum. Dann nur eine Frage dazu. Sie sagten die Nebenwirkungen in der Kombination, also bei Frauen mit einer BRC oder Patientinnen und Patienten mit einer BRC1-Mutation oder beide BRC-Mutationen, 1 und 2? Also ich glaube, so wie es dargestellt wurde, waren es beide. Und Genau, zwar also neben mit, Tumor, das muss man auch dazu sagen, das ist ja ja. gar nicht unser Standard. Wir messen das ja eigentlich in der Kaibahn, also im Blut. Aber hier wurden die Tumoren analysiert und das ist zu einem hohen Teil ja auch übereinstimmend mit dem, was im Blut an Mutationen gibt. Aber ist bei uns nicht Standard, ne? Bei uns wird normalerweise im Blut gemessen, weil ich dann auch weiß, ob das eine vererbbare Mutation ist. Aber wenn die Nebenwirkungen in der Kombination mit Pembrolizumab und Olaparib so viel geringer sind wie mit Pembrolizumab und Chemotherapie, warum wäre das dann nicht doch eine Option? Vorausgesetzt, es würde eine Zulassung geben. Also zum einen geben wir das Olaparib heute bei Patienten mit einer Hochrisiko-triple-negativen Erkrankung und einer BRCA-Mutation ja schon bei der Ersterkrankung, also in der heilbaren Situation. Und ob es dann nochmal funktioniert in der Metastasierung, weiß ich nicht. Das hat die Studie jetzt auch nicht geprüft. Und zum anderen, wenn man eigentlich eine Studie hat, wo das jetzt keinen großen Unterschied gemacht hat. Da muss man immer davon ausgehen, dass vielleicht auch die Sequenz der Therapien, also dass man die Patientin nur mit einer Immuntherapie in der Erhaltungstherapie behandelt und dann im zweiten Therapieschritt einen PARP-Inhibitor gibt, vielleicht genauso vorteilhaft ist, was die Überlebenswahrscheinlichkeit angeht. Und dann würde ich vielleicht diese Therapien auch nicht unbedingt kombinieren. Ja. Aber das hängt sicherlich vom Einzelfall ab. Insgesamt sind die Mutationen ja selten, etwa bei 10% unserer Patientinnen. Und dann muss man gucken, hat die Patientin diese Medikamente schon bei der frühen Erkrankung gehabt? Und dann kann man sich das vielleicht im Einzelfall überlegen, gerade auch wenn das progressionsfreie Überleben für die Patientin ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil vielleicht irgendwie in einem halben Jahr in der Familie wichtige Dinge anstehen, dann haben wir da eine Möglichkeit. Und ich denke, es gibt uns mehr Möglichkeiten einfach, die wir dem Patienten anbieten können. Ja, ich denke, es ist auch immer wichtig, nochmal zu betonen, dass die Studien ja alle international laufen und gar nicht in allen Ländern das Olaparib ja schon in der frühen Erkrankung auch verfügbar ist oder zugelassen ist. Und deswegen gilt dann natürlich, und deswegen besprechen wir hier die Studien auch, müssen wir nochmal sehen, was ist bei uns in Deutschland Standard und was können wir dann daraus machen aus den Studienergebnissen? Und deswegen ist es wichtig, das dann immer noch mal einzusortieren.
Das war es auch schon in unserem ersten Block der Berichterstattung. Es gibt einen weiteren zum Hormonrezeptor-positiven metastasierten Brustkrebs, auch mit spannenden Daten. Wir hoffen, die Präsentation war interessant. Wie immer bei Rückfragen gerne an uns wenden, an die Redaktion. Wir würden Frau Professor Habeck dann auch nochmal fragen, wenn da Unsicherheiten sind. Und ja, von daher so viel von uns und bleiben Sie dran, wir berichten weiter. Bis dahin, tschüss. Wiederschauen.